Ich meine, wenn ein Parteitag damit startet, dass die Fraktionsvorsitzende mit einer Torte beworfen wird, dann ist es irgendwie schwer, dann auch wieder rauszukommen. Und man hat heute Morgen schon gemerkt, dass das alle irgendwie schon ein bisschen aus der Bahn gebracht hat. Inzwischen, 3 Stunden später, würde ich sagen, hat sich es ganz gut wieder aufgefangen. Niederlagen wird es immer geben. Aber wir arbeiten weiter mit geradem Rücken, weil wir die Partei sind, die den Wirtschaftsbossen nicht die Füße küsst. Lasst uns also die Verhältnisse nüchtern analysieren, aber mit Optimismus und Entschlossenheit an ihre Veränderung gehen. Deshalb Pessimismus des Verstandes, Optimismus des Willens. Wir brauchen sicher revolutionäre Geduld. Wir brauchen aber auch revolutionäre Ungeduld. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Mit dem Aussprechen dessen, was ist, der schonungslosen Kritik der Verhältnisse, sind wir schon gut. Erfolgreiche linke Politik darf aber dabei nicht stehen bleiben. Es geht auch darum, Lust zu machen auf die Zukunft, Mut und Zuversicht zu verbreiten und diesen Mut auch praktisch zu machen, das Morgen schon im Heute sichtbar zu machen. Ja, es liegt auch an uns, ob die Zukunft links wird. Haben wir den Mut zu kämpfen? Haben wir auch den Mut, erfolgreich zu sein? Denn das gesellschaftliche Lager der Solidarität und der Emanzipation, die Partei Die Linke, wir sind viele, wir sind mehr, als wir denken. Also wagen wir wieder Zuversicht, liebe Genossinnen und Genossen, für eine Zukunft, für die es sich zu kämpfen lohnt. Danke. Ich schätze Gregor Gysi wirklich über die Maßen, aber ich kann hier nicht erkennen, dass wir saft- und kraftlos sind. Ganz im Gegenteil, dieser Parteitag ist gerade, was diese Redewendung angeht, mit sehr viel Humor abgelaufen. Und die beiden Worte saft- und kraftlos sind jetzt gedreht worden mit viel Saft und mit viel Kraft. Und das finde ich witzig. Ist das hier natürlich auch die Frage, kriegen wir eigentlich einen Generationenwechsel hin? Also das finde ich tatsächlich eine ganz wichtige Frage. Also an diesem Gysi-Statement macht sich für mich total klar, es braucht einen Generationenwechsel. Und irgendwie ist da sozusagen jetzt die eine Generation auch schon umgehen. Und die Frage ist, wie macht es die nächste? Wie findet sie sich zusammen? Und welche Wege wird sie gehen? So, und insofern ist diese Parteivorstandswahl heute eigentlich auch wichtig. Dass wir wirklich sagen, gemeinsame Projekte machen. Ich glaube, dafür stand auch der letzte Parteivorstand, wo gerade Katja und Bernd Partei nach vorne bringen. Dass es an manchen Stellen nicht perfekt war, nicht gelungen ist, ja. Natürlich, Selbstkritik ist da vollkommen angebracht. Aber ich finde, sagen, dass es erstmal da weitergeht, dieser Weg, auch mit der eigenen Kritik umzugehen, vollkommen richtig. Also für mich persönlich ist das Wichtigste auf diesem Parteitag, dass Die Linke jetzt einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro fordert. Ich habe die Initiative ergriffen und sowohl für den Leitantrag 1 als auch für den Leitantrag 2 einen Antrag gestellt, dass wir den gesetzlichen Mindestlohn auf 12 Euro anheben. Hintergrund ist, dass man 11,68 Euro brutto die Stunde verdienen muss, um nach 45 Jahren Arbeit überhaupt eine Rente oberhalb der Sozialhilfeschwelle, also oberhalb der Grundsicherung im Alter, zu bekommen. Es ist nicht so, dass dieser Parteitag in einer Krisensituation der Partei stattfindet. Das wünschen sich einige, dass wir uns das einreden lassen, weil sich einige natürlich auch wünschen, dass Die Linke in eine Krise kommt. Und ich finde schon, um denen den Gefallen nicht zu tun, sollten wir das uns nicht verinnerlichen, sondern wirklich selbstbewusst sagen, ja, Die Linke wird gebraucht und wir gehen in die nächsten Wahlkämpfe mit Zuversicht und mit richtigem, mit Ausstrahlung und mit klaren Konzepten und großer Eigenständigkeit. Und dann bin ich auch überzeugt, dass wir die Chance haben, sowohl in Berlin als auch in Mecklenburg-Vorpommern ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und ich sage mal, nächstes Jahr die Schlüsselwahl bei den Landtagswahlen, das ist die Wahl in NRW. Und da werden wir doch alle gemeinsam darum kämpfen, dass wir verdammt nochmal in diesen Landtag wieder reinkommen. Und ich sage mal, auch das ist doch etwas, auch das ist doch etwas, was es zeigt. Wir Linke, liebe Genossinnen und Genossen, wir stehen für einen wirklichen Politikwechsel, um Europa zu retten vor den Abschiebern, vor den Despoten und vor den Erpressern der Troika. Es ist notwendig, im Kernland der Europa-Zerstörungspolitik einen Politikwechsel 2017 herbeizuführen. Und dieser gelingt nur mit einer starken Linken, liebe Genossinnen und Genossen. Dieses Land ist nicht das Land von Angela Merkel und Sigmar Gabriel. Es ist nicht das Land der Banken und Konzerne. Das ist immer noch unser Land. Das ist das Land, das ist das Europa der Menschen und nicht der Eliten. Holen wir uns das endlich zurück.
Dietmar Bartsch noch mal gewürdigt hat, dass so eine kommunalpolitische Verankerung eine wichtige Grundlage ist, um linke Politik auch vor Ort zu entwickeln und dass da auch wahrgenommen wird, was wir in Hessen machen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Die Linke muss die großen gesellschaftlichen Fragen unserer Bewegung, Eigentumsfrage, Antikriegsfrage, Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen verbinden mit ganz konkreten Themen und Problemen vor Ort. Da, wo die Leute die negativen Auswirkungen des globalen Kapitalismus ganz konkret erfahren, um die Haustür, da muss man politisch aktiv werden, Alternativen anbieten, die konkret im Kleinen machbar sind, aber die so die große Idee, dass es eine andere Gesellschaft geben kann, auch mit transportieren. War im Prinzip ein Ausblick darauf, wie wir mit dem Problem umgehen, dass in Europa und in Deutschland die Sozialdemokratie erodiert und wir als Partei darauf schon auch eine Antwort finden müssen, die jetzt nicht die Imitation der Sozialdemokratie sein darf, die aber schon die Anforderung aufnimmt, dass Leute soziale Gerechtigkeit darüber nicht aufgeben, sondern nur keinerlei Vertrauen mehr in die SPD finden. Und dass wir und wie wir es schaffen können, dort auch noch mehr Ansprechpartner zu werden für gerade diese Gruppe von Menschen, auch für Leute, die sich aus menschenrechtlicher Überzeugung, dass es so nicht weitergehen kann in Europa und in Deutschland, zu uns finden. Also Ulrich Schneider als Neumitglied, das ist das, was ich mir eigentlich in den letzten Jahren immer gewünscht hätte. Wie können wir Projekte schaffen, wie wir Menschen helfen können, die vielleicht in Not sind oder nicht so gut gestellt sind, die vielleicht geflüchtet sind oder die Hartz IV bekommen? Und dieser Antrag beschäftigt sich damit, ein Projekt ins Leben zu rufen innerhalb der Partei, um diesen Menschen zu helfen. Und das finde ich tatsächlich total wichtig in der aktuellen Zeit, dass wir uns da verankern können und da auch ein Angebot schaffen können und sagen können, die Linke ist hier und die Linke ist vor Ort und die Linke hilft. Also ich glaube, in den Gesprächen, die wir hier führen, drumherum, um das Parteitagsgeschehen, wird deutlich, dass wir als Partei zusammen mit den Bewegungen und zusammen mit anderen gesellschaftlichen Akteuren nach außen aktiver werden müssen, um zu schauen, dass wir gemeinsam, also nicht nur als Partei, sondern mit Menschen in diesem Land dafür streiten, dass sich die soziale Frage und die soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt der Debatten schiebt, aber auch, dass wir Auseinandersetzungen wieder gewinnen. Gut, und das wirklich Spannende ist natürlich am Abend, also da müssen wir gar nicht drüber streiten, sagen die ganzen Gespräche drumherum, die sieht man nicht im Livestream, aber das sind dann auch die schönen Momente, die zu den ganzen Anstrengenden einfach kommen, die wir auch hier auf so einem Parteitag haben, wenn wir von 10 bis 22, 23 Uhr tagen. Ansonsten ist das alles in Ordnung. Ich meine, dass ein Parteitag funktionieren kann, da arbeiten ja immer viele, viele Menschen im Hintergrund, das ist nicht so sichtbar. Denen muss man in jedem Fall dankbar sein, aber ansonsten ist ein Bundesparteitag auch eine ziemlich große Veranstaltung. Aber ich glaube, das Leben drumherum, so die ganzen Stände, die Ausstellerinnen, so das bunte Leben, was ringsherum stattfindet, das kann man ja im Livestream nicht sehen. Ich glaube, das ist es so, was vielleicht den Besuch eines Parteitages auch nochmal interessant macht, einfach für Besucherinnen, die das sich mal angucken wollen, die Stimmung einfach hier, so schon das bunte Leben einfach, was auf dem Gelände stattfindet, das glaube ich, das kann man im Livestream nicht vermitteln, das muss man sich einfach mal live angucken.